Akt 1, ein besonderes Gasthaus. Abschnitt 4, Sternenlicht, Sonat, 60. Erwachen. Dann schauen wir mal, ich muss mal wieder würfeln, ob wir das schaffen. Das habe ich beim letzten Mal vergessen. Schaffen wir das, das Kapitel zu starten. Oh, das ist eine 3. Nee, da muss ich leider, das ist dann, ja, sorry, das kriege ich nicht hin. Das habe ich leider nicht starten können. wieder nicht Spaß. Spiel starten. Oha, ein neuer Gast. Hey, alles gut? Hey, Chrissy, lange nicht gesehen. Stimmt, ich war ziemlich beschäftigt. Hattest du viel zu tun? Total, die Vögel sind ziemlich unruhig, als wäre irgendwas nicht in Ordnung. Ich habe nur keine Ahnung, was genau. Tiere haben einen sechsten Sinn für sowas, weißt du? In der Tat. Aber lass doch mal einen Drink rüberwachsen. Sehr gern. Was darf es sein? Etwas fürs schnelle Denken? Du kennst mich. Ein wenig zu gut, glaube ich, ne? Manchmal. Das ist der Nachteil daran, wenn man Stammgast ist. Irgendwann durchschaue ich dich halt. Aber leider muss ich dich enttäuschen. Heute liegst du falsch. Tue ich das? Ja, mein Hirn arbeitet heute schnell genug. Natürlich. Was ich stattdessen brauche, ist etwas, das mich gegen Wind, Wetter und Widersacher schützt und mich für jede Situation stärkt. Das macht Sinn. Mal sehen, was ich tun kann. Und für unseren neuen alten Gast machen wir mal ein bisschen was mit Verteidigung. Da dürfte doch der Eisschnee helfen. Viel Verteidigung. Also wir machen aber zuerst mal ein bisschen Charisma. Und mixen mal ein bisschen bunt. Ein wenig Stärke. Eisschnee. Ein Streicheln. In den Fuchsen noch ein bisschen. Sehr schön. In Eisschnee. Einmal flüssiger Strahl. Nur trinkbar. Genau das, was ich brauche. Wo willst du überhaupt hin? Auf die Boreas-Insel. Da will ich mich zum jährlichen boreanischen Kunstfestival mit einigen Freunden treffen. Boreas ist ziemlich schwer zu erreichen, oder? Nicht gerade ein belebter Ort. Dieses Festival richtet sich speziell an bestimmte Wesen, Waldgeister, Trolle und so weiter. Und die Wahl zum gruseligsten Monster des Der letzte Schrei Magazins findet dort statt. Das klingt spannend. Es wird garantiert ein ganz besonderer Anblick. Weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Nymphen? Nein,
Versteh mich nicht falsch. Sie sind hübsch, aber nicht der Grund, warum ich nach Boreas will. Das wäre eher ein Grund für Fable. Da hast du recht. Falls du eine Nymphe begegnen solltest, grüß sie von mir. Klar doch. Aber jetzt, wo wir wissen, worauf ich mich am meisten freuen würde, was ist mit dir? Die Geysire und die heißen Quellen. Besonders um diese Jahreszeit, wo es morgens noch etwas kühl ist. Und die Sonne, die den Horizont sanft küsst. Das klingt wirklich schön. Ein solcher Anblick ist sicher ungeheuer inspirierend. Hast du was von? Ich nehme dieses Jahr einen Extrasatz Farbe mit, damit ich sie mir nicht wieder ausgeht. Fable hat mir zwar beigebracht, wie man Farbe aus Blumen und Beeren macht, aber aus Boreas wächst dafür einfach nichts. So oder so wirst du gut vorbereitet sein. Definitiv. Wie geht es den Vögeln, außer dass sie unruhig sind? Gut, die Moninast-Sittiche wachsen wirklich gut heran. Ich kann es kaum erwarten, sie endlich in die Wildnis zu entlassen, wenn sie kräftig genug sind. Unter deiner Pflege wird das nicht sehr lange dauern. Ich schätze, dass du Ruby und Merlin mit auf das Festival nehmen willst. Natürlich. Und die anderen? Die kann ich offensichtlich nicht mitnehmen. Fem passt auf sie auf. Das Dankeschön dafür bringe ich Xia, wie man Zucchinis anpflanzt. Wo wir gerade davon sprechen, ich wollte noch meine Schlüssel unter Xia Fußmatte legen. Tut mir leid, dass ich nur so kurz bleibe, aber ich muss los, sonst verpasse ich meine Fähre und zu Fables Baumhaus laufen dauert ewig. Und für die Zeit wirst du mich nicht entschädigen müssen, oder? So gern ich das täte. Möchte ich aber auch nicht, dass du zu spät zu deinem Festival kommst. Na dann, bis bald. Charakterinfos haben wir ja nicht, oder? Ein Gerücht. Ja, und so Stammkunden haben wir nicht im Charakterbogen drin. Tja, hier ist unsere Stammkunden, von der wir einen Charakterbogen haben. Fable, du schon wieder hier. Guten Abend. Guten Abend, Fable. Wie war dein Tag? Das habe ich. Ich habe Herrn Dragan und die anderen Werwolf besucht. Ich habe aber gerade eine andere Frage gestellt. Egal. Und ihn von Zerlins Quest und der Vivon-Chimäre erzählt. Oh, du hast davon gehört? Sie hat mir davon erzählt, bevor sie losgezogen ist. Für den Fall, dass sie... Sie hat mir einige Sachen gesagt, die ich Herrn Dragan ausrichten soll. Und das ist gemein. Tut mir leid. Ich glaube, sie freut sich, dass er tot ist. Das denke ich auch. Und hast du mit den Werwölfen Tee getrunken? Natürlich. Wir hatten viel Spaß zusammen. Ich habe ihnen erzählt, wie viel Spaß mir das Lesen der Mondzeichen macht.
Also haben Sie mir die geheimen Botschaften der Sterne erläutert. Welche? Die Konstellation von Cassiopeia oder von Leviathan? Beide. Aber sie spezialisieren sich auf die von Cassiopeia. Das sind die Sternbilder am Nachthimmel, der astralen Ebene. Wusstest du das? Aber sie haben eine Astrologin, die sich sehr gut mit ihren Spiegelungen in der urtümlichen See auskennt. Und sie hat mir versprochen, dass sie mir alles darüber beibringen wird. Sie will mir erzählen, wie die urzeitliche See Leviathans die Sternbilder Cassiopeias spiegelt, verzerrt und verändert. So hat sie es beschrieben. Aufregend, nicht wahr? Ungeheuer spannend. Das fand ich auch, also habe ich. Also, was ist Fable? Ich habe vielleicht das kleine Geschenk fertiggestellt, an das wir gestern gesprochen haben. Oder besser gesagt, über das Zerrin gesprochen hat. Weißt schon, das kleine Souvenir von meinem Aufenthalt bei den Werwölfen. Ja, ich erinnere mich. Ein kleines Andenken an meine erste erfolgreiche Quest. Das heißt, wenn du also. Ich mag Andenken. Oh. Was ist denn? Ich habe dir ein Sternbild gestickt. Die Wölfe haben mir das Ei beigebracht. Und ihre Astrologin hat uns Legenden von den Sternen und ihren Spiegelbildern erzählt. Vielleicht gibt es genau dieses Sternbild in irgendeiner anderen Welt hier tatsächlich. Ich nenne es den kleinen Wagen. Ui, hübsch. Es sieht tatsächlich ein wenig aus wie ein kleiner Wagen. Und vielleicht gibt es sogar einen großen Wagen. Einen großen Wagen? Meiner Erfahrung nach sind die Sterne nicht gerade klein. Glaubst du, es gibt eine Welt, in der ein großer Wagen am Nachthimmel steht? Vielleicht gibt es das. Vielleicht ist der große Wagen Teil eines anderen Sternbilds. Eines Bären vielleicht. Ein Bär? Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sage, aber. Jetzt träumst du schon von uns beiden ja das Größte hier zusammen. Ja, vermutlich hast du recht. Wie stehst du zu den Sternen, die uns umgeben? Und dann beobachte ich sie gerne. Oh, wirklich? Welche Sterne magst du mehr? Die der astralen oder die der urzeitlichen See? Die der astralen? Wirklich? Das überrascht mich jetzt. Aber du hilfst Leuten dabei, sich zu verändern, wie Cassiopeia. Irgendwann musst du mir deinen Geburtstag verraten, dann kann ich dein Horoskop berechnen. Nur wenn du damit einverstanden bist, natürlich. Natürlich, ich schreibe es dir auf. Wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, du bist eine doppelte Dole. Stimmt das? Das werden wir wohl herausfinden. Das werden wir. Aber bis dahin darf es ein Drink zur Entspannung sein. Oder vielleicht etwas mit ein wenig mehr Pfiff. Oder einmal wie immer. Ein Trink, bitte. Für den Pfiff in meinem Leben kann ich aber jetzt ab jetzt selber sorgen. Das freut mich zu hören, Fable. Aber Trinks, da habe ich den Dreh noch nicht raus. Vor allem was die Balance zwischen den einzelnen Zutaten angeht. Ich muss später noch meine Patrouille durch den Hain antreten.
Also könntest du mir etwas machen, das mich wach und agil macht? Glaubst du, du kennst mich schon gut genug, um mir zu mischen, was ich brauche? Schon dabei. Danke, einen Moment, bitte. Für Fable einmal wie immer. Das jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr die Rezepte gucken. Das ist ja für Fable einmal das Übliche. Und was sonst? Und hier. Babys Lieblingsdrink. Täglich Streicheinheit für Andu. Hier, bitte sehr. Danke. Köstlich, du weißt immer genau, was ich brauche. Ich glaube, eine Pause täte dir gut. Vielleicht solltest du ein wenig hier bleiben, ehe du zurück in den Heim gehst. Das klingt gut. Ich würde hier einfach nur ein wenig sitzen und warten, wenn das in Ordnung ist. Immer doch. Erhol dich gut, Fable. Danke. Oha. Kyle ist wieder da. Zum Gruße. Shank wird. Zum Gruße. Kyle. Grüße, grüne Kreatur. Zum Gruße, Herr Vampir. Ach, welch tadellose Manier. Genießt ihr euer Getränk? Das tue ich. Vielen Dank. Dann werde ich euch dem Abenteuer der Geschmäcker überlassen. Sagt, Gastwirt, habt ihr euer Domizil verlegt? Es kostet mich Stunden, es zu finden. Nein. Seid ihr sicher? Mich deucht, dass sich neue Gassen rund um euer Establishment gebildet haben. Mit verworrenen Pfaden und dunklen Ecken. Wer weiß, was darin alles lauern könnte. Ein Vampir zum Beispiel? Oh, du törichtes Wesen. Verstecken ist uns unter meiner Würde. Außer beim Versteckenspiel. Darin bin ich ausgesprochen fähig. Vielleicht sollte mein Gasthaus eine Runde mit dir spielen. Womöglich. Doch dann hat es meine Fähigkeiten scherzlich unterschätzt. Als dreimaliger Weltmeister im Versteckenspielen würde ich niemals gegen ein so junges Gebäude verlieren. So jung ist es nun auch wieder nicht. Ach, mein liebes Wesen. Das Holz ist noch nicht einmal verrottet. Es hat noch viele Äonen vor sich. Das freut mich zu hören. Wie wäre es nun mit einem Siegestrunk? Ja, ich denke, das habe ich mir verdient. Hat euer Blut bereits seinen Weg auf eure Speisekarte gefunden? Noch nicht. Eine Schande. In diesem Fall möchte ich mich mit etwas falschem Blut begnügen. Mein Leib fühlt sich robuster an, nachdem ich es genieße. Kommt sofort. Das war hier mit viel Stärke. Viel Rot. Jo. Lieblingsdrink von
Konzernen. Und hier noch ein bisschen Stärke dazu. Top Punch. Hier, bitteschön. Etwas falsches Blut für euren Mühlenleib. Genießt es. Ah, vorzüglich. Noch glücklicher würde mich allein ein neuer Eintrag auf der Speisekarte namens Gastgebers Ader machen. Träum weiter, Dracula. Und wo wir gerade vom Träumen sprechen, wie verläuft die Wiederbeschaffung meines Umhangs? Momentan läuft alles glatt. Also glatt im übertragenen Sinne. Da wäre ich mir nicht so sicher. Meine geliebte Evelyn ist eine begnadete Schlittschuhläuferin. Die Eisbahn in ihrem Garten ist voller tödlicher Gefahren. Sie ist ihr ganzer Stolz. Müsst ihr wissen. Dann hoffe ich einfach, dass es nicht zu glatt läuft. Aber ich habe jemanden auf deine Quest geschickt. Und ich bin sicher, dass er bald zurückkehrt und du und dein Umhang wieder vereint seid. Hervorragend. Wo wir gerade vom Verein sprechen, wo ist eigentlich Rhea? Oh, die. Sie hat sich heute freigenommen. Sie bestand auf Urlaub, also sagte ich ihr, sie könne sich jederzeit freinehmen. Und so nahm sie sich heute frei. An sich wollte ich mir ebenfalls freinehmen und ihr bei ihrem Urlaub Gesellschaft leisten. Doch als ihr auf den Marktplatz folgte, fing mein Feuer einfach so aus heiterem Himmel Feuer. Und meine Hand und meine Haare und meine Haut. Meine Allergien zwangen mich also, den Tag zu Hause zu verbringen. Die Sporen der weinenden Amaryllis und sind um diese Jahreszeit ausgesprochen verbreitet. Und die Sonne, die tut Vampiren auch nicht gerade gut. Tut sie nicht? Nein. Ah, genau. Ich benötige Sonnenschutz. Darum wird sie ebenfalls gekümmert. Bist du noch auf den Markt gegangen? Oh, in der Tat. Es war wundervoll. So viele Farben und Musik, zu der das ganze Herz tanzen und jubilieren wollte. Allein ich konnte Rhea nirgends finden. Ich fühlte mich so einsam. Doch zum Glück konnte ich bald einen neuen Freund gewinnen. Groß und von ruhigem, grüblerischen Gemüt. Genauso mag ich sie. Seine Rüstung aus tanzenden Schatten und schwarzen Knochen hatte es mir so getan, dass ich fragte, ob ich sie einmal ausprobieren könnte. Und er antwortete, dass er mich in Asche verwandeln würde, wenn ich nur daran denken würde, sie anzufassen. So ein Scherzbold. Eine Rüstung aus tanzenden Schatten und schwarzen Knochen? In der Tat. Ein Mann der Mode. In der Tat. Er sagte, er sei auf der Durchreise und sein Crepe-Empfehlung vorzüglich. Pflaumenkrebs mit Aschepflöckchen. Oh ja, sie schmecken so herrlich nach Tod. Riecht frisch, ein seltsamer Fremder. Ich verstehe. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend miteinander. Oh, das hatten wir. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er etwas von mir wollte. Ich versprach ihm, daran zu denken.
Vielleicht wollte er meinen Umhang. Vielleicht viele Leute haben es auf meinen Umhang abgesehen. Und möglich. Aber dem hatte ich niemals zugestimmt. Es ist immerhin mein Umhang. Vielleicht hatte er mich nach meinem Passerrezept gefragt. Ist das gut? Oh, in der Tat. Dann hätte ich das auch gerne. Oh, genau. Hier. Ich? Er hat nach euch gefragt. Nach mir? Ja, er sagte, er sei ein alter Freund von euch. Er schien sehr interessiert daran, wie euer Gasthaus sich denn so macht. Selbstverständlich sprach ich in den höchsten Tönen von euch und so bat er mich, euch seine Grüße auszurichten und seine Glückwünsche für euren Erfolg. Wie formulierte er es doch gleich? Richte ihr meine Glückwünsche für einen falschen Frieden aus, den sie in diesem Mahnmal der Leugnung gefunden zu haben glaubt. Sehr poetisch, nehme ich fort. Sehr poetisch, ja. Wenn ich mich noch an nur an seinen Namen entsinnen könnte. Erkennt ihr denn vielleicht aus meiner Beschreibung möglicherweise wieder? Nein, tut mir leid. So schade, womöglich ein Freund aus früherer Kindheit, womöglich besuchtet in der Zeit dereinst die gleiche Schule. Ich hörte, dass in diesen Hallen viele Freundschaften geschmiedet werden. Könnte sein. Was hast du denn sonst noch auf dem Markt erlebt? Oh, ich habe wundervolle kleine Mitbringsel stehen können. Ein Teddybär, der einen allerliebsten kleinen Regenmantel trägt und ein Amulett mit dem Zeichen des alten Seelenmondes. Und ein wunderbarer Sonnentalisman. Ich habe ihn für Ruja gekauft, als ein Willkommen zurück aus eurem Urlaub. Geschenk. Das ist sehr nett von dir. Und euer Freund. Er stand eine herrliche Rabenstatue mit Augen aus Sternlicht. Bitte nenn ihn nicht so. Oh. Es gezielt nicht, unsere Freunde zu verleugnen, selbst wenn wir uns ihrer nicht erinnern können. Ich kann mich an keinen einzigen meiner Freunde mehr erinnern. Und doch liebe ich sie von ganzem Herzen, auch wenn ich mit ihrer nicht mehr im Sinn. Jedenfalls sprach euer Freund davon, dass diese Statuette ein Geschenk an sich selbst sei und den Anbruch des Monats, des astralen Mondes zu feiern. Oh, wie ich Cassiopeia liebe. Sie ist so ein wunderschöner Monat. Nicht wahr? Ein Hafen aus Sternlicht, der sich in der urzeitlichen See spiegelt. Nur einmal im Jahr kommt sie uns so nahe und dann nur für so kurze Zeit. Für mich ist sie die Bringerin der Sehnsucht und der Veränderung. Ich frage mich, wie wir uns diesen Monat verändern werden. Ich wünschte mir, dass ich am Ende des Monats einen Umhang und etwas Sonnencreme besitze. Und vielleicht sogar weniger alleine bin. Was ist mit euch? Ich mag mich so, wie ich bin, aber ein paar mehr Zutaten, das wäre nett.
Sich dem Wandel zu erschließen ist gefährlich. Werte Wut. Veränderung sucht stets die Person heim, die sich ihr am meisten verschließt. Wenn das Trademond endet, werden wir nicht mehr die sein, die wir zuvor waren. Das klingt wie eine Drohung. Überhaupt nicht. Vielleicht bedeutet Wandel Trauer, doch vielleicht auch Frohsinn und Neues, nicht wahr? Nehmt meine Begleitung Rhea als Beispiel. Als wir uns trafen, hasste sie Vampire von ganzem Herzen. Nun mag und schützte mich. Es scheint, Dinge können sich wandeln, ehe die Sterne sich wandeln. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie dich immer noch hasst. Das ist höchst unhöflich für mich. Diese Entscheidung steht euch nicht zu. Dir ebenso wenig. Da habt ihr recht. Doch es steht mir zu, an sie zu glauben. Ist das nicht, was Freundschaft ausmacht? Oh, beinahe hätte ich euch einen wichtigen Teil der Botschaft an euch vergessen. Euer seltsamer Freund sagte mir, dass er euch gerne wiedersehe. Er sagte, was war es doch gleich? Überanstreng dich nicht. Natürlich, der Brief. Welcher Brief? Er gab mir einen Brief für euch mit, so eine allerliebste Geste. Wohle, hier ist eure Depesche. Danke. Wünscht ihr nicht, ihn zu lesen? Nein, jetzt ist nicht wirklich die Zeit für einen Brief. Nicht genügend Mondlicht. Denkt ihr nicht, dass es auf eine gewisse Art romantisch wäre, die liebevollen Zeilen eines alten Freundes zu lesen? Das Feuerwerk würde es gewiss sehr treffend untermalen. Welches Feuerwerk? Ich habe keine Ahnung, doch er sprach von seiner Hoffnung, sie mögen euch gefallen. Ein Feuerwerk? Klingt das nicht wunderbar? Ich hoffe doch sehr, dass es keine private Veranstaltung ist. Bei einem Feuerwerk stelle ich mir das äußerst schmierig vor. Ich möchte nicht stören, aber... Was ist es denn, kleines Rehkitz? Da draußen, ich glaube, das Feuerwerk hat gerade begonnen. Wie wunderschön, wie sie vom Himmel zu fallen scheinen. Hallo, kleines Feuerwerk, wie wunderschön du leuchtest. Das ist kein Feuerwerk. Das sind Sterne. In den Sternen sollte das passieren. Ach du Scheiße, die Welt geht unter.